Hallo, dieser 5-Axis-3-Layer-Cube von Zhengzhou. Wie löst man ihn denn eigentlich? Hier haben wir Drehmöglichkeiten so, jeweils 180 Grad und hier jeweils 120 Grad. Man kann sich einige Moves von diesem hier ausborgen. Erinnern tut er ein bisschen an diesen Cube hier. Cuboid, wie auch immer. Und wir starten in der Mitte. Hier haben wir schon drei Steine gepaart. Wenn es ganz chaotisch aussieht, kannst du relativ leicht mit Intuition rangehen und schon mal ein paar Steine in die richtige Richtung bringen. Den hier müssten wir beispielsweise umdrehen. Das kann ich direkt hier machen. Und den jetzt wieder zurückdrehen. Und dadurch kannst du den mittleren Layer hier lösen. Als nächstes müssen wir schauen, wo weiß ist. Wie wir hier schon sehen, geht das sozusagen übers Kreuz. Das heißt, weiß kann nicht hier sein, weiß muss hier unten sein. Und das Erste, was wir machen, ähnlich wie bei diesen Cubes hier, dass wir die Kantensteine runterbringen. Wie kannst du das machen? Grundsätzlich natürlich einfach runterbringen, aber dann drehen wir uns den hier um. Das heißt, aus dem Weg rauf. Einsteigen und jetzt haben wir ihn an der richtigen Stelle und runterbringen. So, beim nächsten genauso. Hier habe ich den blauen herunten, heroben natürlich und ich tausche ihn hier mit dem roten. Kann natürlich auch sein, dass mehrere noch unten sind, dann musst du es einfach raufbringen und jetzt noch den roten. So, und jetzt habe ich auf jeden Fall die drei Kantensteine schon mal unten und an der richtigen Stelle. Als nächstes kommen die weißen Ecksteine dran. Dafür gibt es auch einen Move, den man hier bei diesem Cube nutzt. Den stellt man sich hier her und dann bringt man es hier nach unten. Und das machen wir hier auch auf eine ganz ähnliche Art und Weise. Hier habe ich weiß, rot, grün. Du weißt, was das richtig ist, wenn es einfach diagonal die Farben übers Kreuz sind. Und dann raufdrehen, die rote Kante hier parken, jetzt peeren. Und jetzt wieder runterfahren. Und wie du schon siehst, ist hier jetzt dieser Teil hier verdreht. Wenn wir das Ganze aber noch einmal machen, dann ist das wieder richtig gedreht. Hier passt es auch schon. Weiß, rot und blau, rot und blau. Achtung, ich muss mich an diesen beiden Kanten hier orientieren. Und wenn ich jetzt die blaue Kante hier heraufbringe und dann hier parke, dann kann ich jetzt diesen Stein dazustellen und jetzt beim Runterdrehen ist hier alles wieder gelöst. Beim dritten Stein mache ich es absichtlich ein wenig anders. Ich baue nicht diesen Stein hier ein, sondern ich baue zuerst irgendeinen anderen Stein ein, also den hier. Also rauf, dann jetzt die beiden hier parken, jetzt den dazustellen, egal welchen, und wieder runterdrehen. Dadurch habe ich mir jetzt diese drei Steine umgedreht und jetzt baue ich erst den Stein hier ein, grün-blau, grün-blau, wieder natürlich diagonal versetzt, also über die Kante drüber und also wieder rauf, die beiden hier parken, verbinden. So, und damit habe ich die ersten beiden Ebenen schon fertig. So, und das, was jetzt ist, ist eigentlich schon relativ viel gelöst. Und wir brauchen eigentlich nur mehr diese drei Steine hier richtig stellen. Da macht es Sinn, dass wir uns zuerst die Kantensteine passend hinstellen und dann überlegen, muss ich die mit dem Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn nehmen. Dafür gibt es zwei unterschiedliche Algorithmen, die sind einfach nur gespiegelt. Und ich zeige dir mal den mit dem Uhrzeigersinn und der gegen Uhrzeigersinn geht ganz genauso. Wenn du den nicht machen möchtest, kannst du halt zweimal den mit Uhrzeigersinn machen. Funktioniert natürlich auch. Hier brauche ich ihn nur einmal anzuwenden. Der ist eigentlich ganz einfach. Du nimmst dir die rechte Seite und drehst eine 180-Grad-Drehung und dann insgesamt dreimal mit dem rechten Finger, einmal mit dem linken und dann wieder dreimal mit dem rechten Finger und dann bist du da schon fertig. Also wir starten es direkt von Anfang an. Im Uhrzeigersinn 180 Grad. Rechts, das erste Mal,
zweite Mal, dritte Mal. Jetzt einmal gegen den Uhrzeigersinn und wieder einmal, zweimal. Und du siehst schon, dass sich das Ganze hier wieder verbindet. Dreimal und damit hast du deinen Cube gelöst. Das gleiche gegen den Uhrzeigersinn, natürlich mit der linken Seite. Und auch hier dreimal in diese Richtung, dann einmal in diese Richtung und dann wieder dreimal in diese Richtung. Ja, das war es eigentlich schon. Und auf jeden Fall viel Spaß beim Cuben. Der 2x2er ist übrigens, 2x2er, also der zweilehrige ist übrigens schwieriger zu lösen. Aber das kommt in einem anderen Video.